Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2. Ja, wir machen weiter und ich habe herausgefunden, wo wir nun lang gehen können, welchen Weg wir noch nicht benutzt hatten. Wow, laufen und gleichzeitig auf der Uhr Stoppuhr zu stellen, ist nicht so einfach. So, Multitasking, überlasse ich die Frauen. What? Tell it? Okay, ich werde invasiert. Na gut, bereit machen für Battle. Komm schon, wo bist du? Wo bist du? Bist du? Nein, hier ist er nicht. Ja, ihr habt vielleicht auch bemerkt, dass ich weniger Seelen habe. Ich habe mir jetzt 99 Lebenssteine wiedergeholt und ja. Wo ist der denn? Vielleicht lässt mein Sonnenlichtschwert weg. Nach. Okay. Erstmal aus dem Weg. Dann. Ah, da ist er. Hoffentlich ist ein fairer Spieler. So. Och nee. Nein. Er scheint nicht so der faire Typ zu sein. Na gut. Ah, oh, jetzt ist mein Sonnenlichtschwert weg. Okay, dann machen wir es anders. Alles klar, Feldit. Oder wie du heißt. Ich wollte erst mich vorstellen, aber na gut. Okay. Und nun? Na gut, den Schlag habe ich doch gerne kassiert. Tschüss, Feldit oder Feldeit. So, dann können wir jetzt ruhig weitermachen. Einfach mal zersäbelt. Ich hätte von Anfang an das Murakumo hier benutzen sollen. Ne? Ach. Der erwischt mich trotzdem. Oh nein, die Controller-Batterie ist fast leer. Egal, das schafft er. Zack. Hundis. Die Hundis können wir, glaube ich, jetzt ignorieren. Oder? Ja, laufen wir einfach mal weiter. Wir müssen es nur bis zu einem Aufzug schaffen, also von daher. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Daneben. Tap, tap, tap. Schlag zu. Und auch daneben. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Hallo. Tap, tap, tap. Da geht's weiter. Und dafür müssen wir hier runter. Autsch. Wie ist der denn geflogen, dass der mich erwischt hat? Na gut. So. Ja. Und ein neuer Gegnertyp. Igel, Hasen, Eis. Oder was auch immer. Bei denen muss man aufpassen. Die teilen höllischen Schaden aus. Hallo? Treff doch. So. Goldbruch. Wo geht's jetzt? Ah, da. Sowas gefällt mir nicht. Da versteckt sich doch irgendjemand. Da habe ich schon den ersten gesehen. Warum trifft das manchmal nicht? Ich verstehe es nicht. Dämmerungskraut. Okay. Oh mein Gott. Och. Das ist doch ein Scherz. Und Hexer Nikolai. Oh nein, der mit den ganzen Zaubern. Von der Brücke im letzten Part oder vorletzten, ich weiß es nicht mehr. Wo bist du? Wo bist du? Da ist er. Ja, da oben oder wie? Sehr fair von dir, mein Freund. Sehr fair.
Ja, das war das. Wovon haben wir Blutung bekommen? Einfach nur vom in der Nähe sein von dem Hasen? Oh. So. Ja, dann zaubert ihr mal gemütlich von da oben. Oh oh. Stark. Was mache ich nun? Was mache ich nun? Okay. Nein. Aus. Böses Hasenigeln. Pi. Dingens. Ah. Nein. Boah. Die machen den Schaden. Ach komm schon. Erstmal ein paar Lebenssteine ploppen. Ah, Hexer Nikolai. Da bist du ja. Ja, klar. Hallo? Oh, ist das wieder fair. Ah. Warum? Okay, er hat einen Zauber auf uns gemacht, damit wir langsamer sind. Nein! Oh. Okay, ich muss die erst bloß ausrüsten. Lebenssteine sind hier zu langsam. Oh Leute. Bitte was? Hat er sich gerade voll geheilt? Oh! Was zur Hölle? Was mache ich denn gegen dich? Wir machen ihm auch sehr viel Schaden. Das ist wundervoll mit den Geistern da oben, ne? Ich muss was anderes probieren. Mit den Geistern da oben kriege ich den nicht platt. Ich muss die Geister ausschalten gehen. Hoffentlich klappt das. Ja, komm. Wie viel denn noch? So. Meins. Nummer zwei. So, Hexer Nikolai. Jetzt kümmern wir uns um. Treff doch! Ah. Du bist ein ganz netter. Nein, 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 nein! So. Nix heilen. Oh, leck. Das war wieder so eine Stelle, wo ich ausgerastet wäre, wenn ich gestorben wäre. Weil das war nicht schön. Wenn der Sieg keinen Spaß macht, dann war die Stelle wirklich kacke. Blitzstein. Okay. 500 Hasenigel, dann 3000 Zauberer und nochmal ein NPC, der aufzaubert. Sehr schön. Na gut, genug beschwert. Weiter geht's. Was ist das reinste Labyrinth hier, ne? Oh, Nackenschmerzen. Okay. Okay. Gehen wir erstmal hier lang weiter. Ein Gegenstand, das ist bestimmt eine Falle, oder? Nee. Magiestein. Da kommen wir nicht hoch. Ein Leuchtfeuer! Jawohl, das letzte. Sehr schön, jetzt haben wir alle Leuchtfeuer hier. Jetzt sind zwar die ganzen Geister wieder da, aber zumindest haben wir wieder volle Estus. Mal den anderen gerade. Ah, oh, ich hasse Zauber. Na komm, mach doch. Ach, da oben ist auch noch einer. Ah, der ist von da oben eben runtergefallen. Na gut. Ach, Kollege. Was soll das denn?
Gut, dann gehen wir mal in das Gebäude dort. Nee, kriegst mich nicht. Und er zaubert munter weiter. Ja. Hast richtig gesehen, ich greife dich an. Der ist nämlich nicht lieb. Der tut nur so. Der will einen nämlich zu einer Falle lösen. Und er läuft weg. Ja, jetzt macht das nämlich. Die Sau. Da bin ich beim ersten Mal drauf reingefallen. So, aber erst schalten wir alle Gegner aus, bevor wir dem hinterherwetzen. Das Spiel möchte bestimmt, dass man ihm sofort hinterherläuft, deswegen tun wir es einfach mal nicht. Sinnlos. Wundervoll. Und wir öffnen das Tor. Mal gucken, ob wir den irgendwie trollen können. Wo ist er? Ich höre ihn. Er läuft hier ganz in der Nähe rum. Da ist ein Eisigel. Okay, der ist hier runtergelaufen. Wo ist der Kerl? Der Schlawiner. Ah. Mist, ich hab ihn verloren. Na gut. Ja, allein vom in der Nähe stehen kriegen wir Schaden und Blutung. Das ist nett. Oh, schon wieder fast 20 Lebenssteine geploppt, ne? Was erwartet uns denn hier? Erinnert mich so ein bisschen an Seed. Seine Gegend, Dark Souls 1 am Ende. Mit den Kristallen. Naja. Okay, bisher war es zu friedlich. Irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Gefunden! Du Sau! Oh oh, das war ein Chillschlag. Ganz so viel Leben, der Freund. Warum? Leck mich! Leck mich! Warum hat das Murakumo wieder mal daneben geschlagen? Ich fasse es nicht. Ich werde jetzt wieder die Zwillingsklingen ausrüsten. Ist mir scheißegal, ob die ein bisschen schwächer sind hier. Die schlagen wenigstens dahin, wo sie hin schlagen sollen. Ah. Gott. Werde ich wieder pissig, ne? So. Mein Gott. Ja, wirklich viel weniger Schaden machen die ja nicht. Habe ich den Stagger-Ring noch an? Ja. Sehr gut. Da. Hoffentlich steht er noch da oben. Beziehungsweise wieder da oben. Dann wäre es für uns leichter. Ja, Tatsache. Ah. Nicht mit mir. Nicht nochmal. Och, Kollege. Das läuft doch nicht immer weg. Das ist doch langweilig. Wir sind vorbereitet. Immer dran denken, wir sind vorbereitet. Boah, der Leben. So, jetzt versucht er uns gleich wieder von hinten zu massakrieren. Die Sau. Der darf auf jeden Fall keinen Backstep bei mir machen. Er hat was getrunken. Ich habe ihn gehört. Da liegen die Seelen. Jetzt kommt er von hinten. Oder? Und der Videoclip war vorbei.
Hallo, mein Freund. Wo bist du? Kommst du jetzt? Was triggert den? Ah, ich habe keine Lust, dem gleich mit mehreren Gegnern zu begegnen. Na gut. Ah, ein Habsuchtdämon. Große Keule plus 8. Na gut, wir haben nicht genug Stärke, um die zu tragen. Trocknete Wurzel. Hallo. Oh nein. Oh nein, darauf habe ich nämlich absolut keine Lust. Oh, Kollege. Das ist nicht. Ja, da ist eine Wand. Das ist nicht fair. Ich muss schaffen, mit dem Murakumo und Backstep zu machen. Komm schon, wo ist das? Da ist es. Okay. Oh Mann. Ja, komm, das ist doch nicht fair. Was soll der Scheiß? Mann. Leute, sowas macht mich aggressiv. Aggressiv macht mich das. Ich muss den loswerden. Leck mich. Oh, das macht aber auch nicht gerade viel Schaden. Komm schon, der darf nicht an mir vorbei. Nein! Das gibt's doch nicht! Ich muss sofort hinterher. Lauf, 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 lauf! Lass mich vorbei! Wo ist er hin? Ah, da läuft er! Mann, der darf nicht dazu kommen, sich zu heilen. Komm schon. Hat er sich geheilt? Nee, noch nicht. Ach, wo sollte ich denn bitte ausweichen hin? Leute, das ist. Ey, das kann doch nicht wahr sein! Mann! Boah! Was soll ich tun? Ich stelle mich gerade wieder an wie der letzte Kacknoob. Habe ich irgendeinen Dolch auf Stufe 10, der viel Backstep-Schaden macht? Wo sieht man den Backstep-Schaden nochmal genau? Ah, ne, wir haben nicht die Stütze dafür. Okay, auf ein neues. Das ist so behindert. Okay. Ach. Hallo. Ja, nicht so. Entschuldigt. Nein, nein, nein. Mann, jetzt aufzuschlagen! Komm, bevor der. Du! Halt deinen Mund! Mein Gott! Oh, gibt's doch nicht! Ja, Tachchen. Hast schön gemacht. Bin stolz auf dich, feige Sau.
Ja, schlürf du ruhig. Ist genauso beknackt wie der Gatling-Typ aus Bloodborne. Ja. Pass auf, jetzt springt gleich der dreckige Habsucht-Dämon auf einen und dann ist putz. Dann ist vorbei. Wieder. Dankeschön. Oh oh. War das größte Talisman? Komm, lass ihn vorbei. Oh, das gibt's doch nicht. Geh weg, du fette Sau. Ja, du mit deinem scheiß Auto-Aim. Aber mein Murakumo haut die ganze Zeit daneben, ne? Ja, komm. Ja. Ja, klar! Fick dich doch! Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Gott, bin ich froh, wenn die Flachpfeifen da tot sind. Halt's Maul! Das gibt's nicht! Boah, lauf, 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 bevor der. Leck mich doch am Arsch! Gott! Da läuft er. Hör auf zu trinken. Was? Wieso macht mein Charakter dann noch die Backstep-Animation, wenn der keinen Backstep kriegt? Das ist so beknackt. Oh, halt's Maul. Boah. Dummer Wichser. Ey, das gibt's doch nicht! Ja. Was macht der Charakter da? Ja, so ist gut. So ist gut. Haut drauf. Nein, 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 nein. Du bist am Sturz gestorben, du Sau. Gestorben. Boah, leck. Meine Fresse. Was war jetzt zum Ver... Blödeten Habsucht-Dämon.
Gott. Ja, Entschuldigung für das ganze Ragen jetzt, aber ja. Ich bin sad. Er hat mich frustriert. Komm, hab's auf Dämon. Alleine kannst du sowieso nichts. Meine Güte. Wie hast du mich denn getroffen? Ja, was willst du machen, ne? Mit deinem Stummelschwanz. Treff ihn hart. Na los. Sollte ich zweihändig holen. Ist ja auch egal. So, wir haben es geschafft. Sind die Hälfte vom Bart die ganze Zeit nur draufgegangen. Ring des Weißen Kriegers. Lässt sich aussehen wie ein Phantom, oder? Oder? Wie den Spacken. Ring des Weißen Kriegers. Angriffe verringern die Ausdauer des Feindes deutlich. Ring der Wächter von Ilium Lois. Angriffe senken die Ausdauer des Feindes deutlich. Ilium Lois existierte, um die tobenden Flammen zu unterdrücken. Doch als die weißen Tore aufschlugen, wurde das Land kalt und leblos. Ja, hat's verdient mit solchen dämlichen Einwohnern. Mein Gott. So, weiter geht's. Lasst mich in Ruhe. Warum treffe ich nicht? Warum? Behindertes Murakumo. Boah. Ah, den Part kann ich gar nicht hochladen, so wie der klingt. Meine Güte. Ist wieder vorbei mit Dark Souls für heute, ne? Gott, helf mir. Ja, komm, Ruhe jetzt. Bah! Mein Gott. Könnte alles so schön sein, ne? Wenn nicht irgendwelche Pissgurken immer dazwischen funken würden. Ja! Hör auf! Okay, so, hier geht's weiter. Oh, am Rande des Wahnsinns. Okay, zwei Wege. Da geht's raus, also gehen wir erst den Weg. Na, wie viele Igel erwarten uns jetzt? Eine Tür. Eine Tür wohin? Hier hin. Ah, die Tür. Okay. Ja, es kommt nach. Dämlichste Stelle im ganzen DLC. Und Riesen. Wer hätte das gedacht? Und ein Igel. Okay, die drei sind deaktiviert. Der da ist aktiviert. Gut, aber Leute, ich muss den Part hier beenden. Tut mir leid für den ganzen Rage, aber ja, ihr habt es ja gesehen, das war nicht schön. Und ich hoffe, ihr schaltet trotzdem wieder ein zu Dark Souls 2. Ciao, ciao, euer Phoenix.